Ein Kilo noch. So, halbes noch. Und das war's. So schnell Eisen, damit ich auch hier noch den Rest hergestellt krieg. Hier die Construction Components. Oh Gott, die brauchen ganz schön lang. So. Dann nehme ich schon mal den einen. Oder die zwei. Dann haben wir jetzt 5 und 17 Motoren. Ah, das war das Makro-Container. Hier, das dürfte ich gleich, das muss ich wahrscheinlich gleich Construction Component holen. Jetzt zum Beispiel. So. Hier, das kann erstmal ausgemacht werden. Ich habe zu wenig Motoren gemacht. Ich will doch was, ne? Hier. So. Mal gucken, wie lange es reicht. Ja, jetzt schon Ende. Auch ein Construction Component. Motor haben wir noch 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich brauche noch 2 Motoren. Obwohl ist hier schon irgendwo ein Motor drin. Nee. Also ich habe noch 4, ne? Nee. 4. Okay, ich brauche 1, 2, 3. 4 habe ich. 1, 2, okay, ich brauche noch 2 Motoren. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Kobalt. Nee, nicht Kobalt, Nickel machen müssen. Und ich brauche noch Construction Component. Und zwar 6 Stück. Also, Construction Component. Und Motor. So, warte mal kurz, bis das fertig ist. Haben wir auch genug? Wir haben zu wenig Eisen. Und zu wenig Kobalt. Mann, hier haben wir noch irgendwie 4 Eisen. Das reicht auf jeden Fall. Nimm doch ein bisschen Eis, wenn du Eis brauchst. So. Dann hier die Construction Components. Kann ich schon mal machen. Und die letzten zwei und die letzten zwei Motoren. Also die letzten zwei Construction Components und die letzten zwei Motoren. Die mache ich dann gleich. So, hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. So was habe ich nicht noch nie gemacht. Merke ich gleich. Genau, Construction Component und... Okay, ja, jetzt brauche ich wieder die 4 letzten Teile. So. Das reicht nicht. Einmal fehlt beides. Okay, da muss ich mich irgendwo verzählt haben.
Parts Production, ein Construction Component und ein Motor. Dann gucke ich gleich nochmal, was ich für den Cluster brauche. Hier. Small Ship. Ich brauche Large Steel Tube zum Bauen, glaube ich. Ich probiere mal kurz aus. Wie kann ich den anordnen? Am besten hier. Wo steht's denn hier? Large Steel Tube, genau. Dann heißt es auch. Also hier 1, 2, 3, 4. Dann. Ach, was weiß ich, mach einfach mal 10. Das geht jetzt echt die Energie. Also echt, ne? Ist klar. Echt schnell leer. Bisschen nervig. Naja. 80, 88, 96 und 100. Mal die hier fertig machen. Gut. Bin noch irgendwas? Nee. Ist das so aus, weil das ist irgendwie abgehakt aus. Okay, dann Raster. Also würde ich sagen hier, hier, hier und hier für hinten. Und vielleicht hier noch einen. Kann ich ja hier schon mal machen. Auch noch 5 Construction Components und 9 Steel Plates. Steel Plates habe ich. Ach, ich nehme einfach so viel mit wie möglich. Dann kann ich es schon mal überall rein tun. Also in die Gyroscopes und so wächst dann auch noch auch. Wie jetzt? Hat die alles schon ausgebraucht? Okay, das ging schnell. Jetzt kommt gleich vor Construction Component. Das hab ich da noch, das Gyroscope dran, das habe ich schon abgemacht, ne? Das ist der Reactor, das ist. Oh, den Conveyor könnte ich mal abbauen. Und anbauen. Komm. Ich werde zwar ein bisschen weniger Teile brauchen, aber den Rest packe ich dann damit weg. So. Hier der Conveyor. Ach, das war schon alles. Okay. Kann ich hier noch was machen? Ja.